Pater Franz Reinisch, geboren 1. Februar 1903, getauft 2. Februar 1903. Er wurde zum Martyrer des Gewissens, weil er bei der Einberufung zum Wehrdienst sich weigerte, auf Hitler den Treueeid abzulegen. Er wählte lieber den Tod. Nach einem Gefängnisaufenthalt von 3 Monaten wurde er am 21. August 1942 in Berlin-Brandenburg enthauptet. Obwohl er damals von der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens und ihrem Gnadenwirken noch nichts wissen konnte, musste ihn seine himmlische Mutter sehr begeistert haben, denn ein paar Tage vor seiner Hinrichtung durch Fallbeil hatte er sein Schwanenlied ihr gewidmet. Das Gedicht. Du bist das große Zeichen, voll Licht im Sonnenglanz, umflutet und durchglutet von Gottes Liebe ganz. Ich möchte als Liebesflamme Maria Jungfrau rein im kleinen Heiligtume von dir entzündet sein. Du stehst als Leidensrose beim Kreuz, ganz groß und still, und sprichst dein Ja zum Opfer, weil es Gott so haben will. Auch heute ruft Gott wieder nach einer Heldenschar, drum bringe mich, o Mutter, als Liebesopfer da. O Königin der Welten, gebiet dem Sturm der Zeit, die Satansbrut zertrete, du Siegerin im Streit. Apostel, lass mich werden, als Ritter steh ich da, und sterbend will ich lächeln, o Liebe, MTA. MTA bedeutet Mater ter admirabilis, dreimal wunderbare Mutter. Verfasst in der Gefängniszelle Berlin-Tegel am 9. August 1942. Unbefleckte Jungfrau Mutter, entzünde auch unsere Herzen mit der Liebesflamme deines mütterlichen Herzens. Führe uns zu deinem göttlichen Sohn Jesus Christus. Mache uns eins mit ihm, dass wir mit ihm vereint im Heiligen Geiste, dem Vater im Himmel ewig loben und preisen. Amen.